Das Böse begrüßt euch zurück hier bei Heidi, das Spiel zum Film. Ja, im letzten Part haben wir tatsächlich gelernt, das Alpenhorn zu spielen und unseren Opa hier hinzuholen, der hier so fröhlich vor sich hin wippt. Ich weiß nicht, ob er da tanzt oder was er da anstellt. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal mit ihm sprechen, weil wir seine Hilfe brauchen. Und ab geht's. Was hat er uns zu erzählen? Großvater, der Kaufmann will Pünktchen schlachten, weil es nicht wächst. Es gibt aber ein Kraut, das man füttern kann. Kannst du mir sagen, wo es wächst? Aha. Wie soll das Kraut denn heißen? Oh, froh. Oh nein, ich hab's auch vergessen. Dann schauen wir im Pflanzenbuch von Dr. Rebu nach. Ja, und das finde ich wo? Ist das hier irgendwo drin? Achso, okay, jetzt können wir ihm das Buch geben. Hier im Umschlag gibt es Steckbriefe von allen Alpenpflanzen. Ah, eine dieser drei könnte es sein. Hier links Nymphaeae alba oder in der Mitte Flosculus nivis oder rechts Gnauzia avensis. Welches ist die richtige? Ja, das ist in der Mitte doch, oder nicht? Hallo? Hallo, ich möchte das bitte nehmen. Oh, der Hund pennt mir zwischen wieder ein. Ah, das Schneekraut. Nimm den Aufstieg über den Bergsee und pass gut auf dich auf. Schon mehr als ein Wanderer ist in der dünnen, eisigen Luft erfroren, weil er sich auf dem Gletscher verlaufen hat. Okay, also müssen wir uns jetzt auf den Weg machen. Wow, zum Gletscher. Da waren wir wirklich noch nicht. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt schon alles mal gesehen. Den Echofelsen haben wir ja in der letzten Folge erkundet. Ne, was heißt erkundet? Da haben wir uns hingestellt, um das in das Alpenhorn zu tröten. Und dann war es das. Aber gut, ist egal. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Ja, mal gucken, welcher Weg uns da jetzt hinführt. Ne? Das übliche Problem. Wir könnten hier jetzt nochmal runtergehen. Ja, Standard. Kleinen Moment, wieder eine SMS lesen. Eben, fix. Wie süß. Mal schon wieder grinsen. Okay. Nach rechts? Ja, hier hoch. Zum Bergsee. Ja, die Richtung scheint auch korrekt zu sein. Jetzt müssen wir unsere Trethupe mal wieder mit Aufmerksamkeit bespaßen. Geh weg, geh weg, geh weg. Richtig? Ich muss zum Gipfel das Schneekraut finden und es dann Pünktchen zu fressen geben. Gerade weil das auch so schnell geht, dass man so schnell irgendwie merkt, dass das Tierchen dann an Gewicht zulegt. Das ist auch so sinnvoll. Das dauert auch nicht irgendwie eine gewisse Zeit oder so. Nee, Quatsch. Das ist quasi von jetzt auf die nächste Sekunde sichtbar, wenn es dann dieses Kraut gefressen hat. Und ich bin auch sicher, dass das ein Wunderkraut sein muss. So schnell, wie das dann geht. Ah, jetzt auf einmal kommen wir hier lang, oder wie? War das nicht schon mal, wo wir hier lang wollten und es nicht ging? Hier nach rechts jetzt. Mal wieder mit Aufmerksamkeit versorgen, auch wenn das noch geht. Geh weg da. Kein Bock, die jetzt tot zu jodeln. Muss ja auch mal ein bisschen meinen Jodelkräften hinterm Berg halten. Hinterm Berg. Okay. War super schlechtes Wortspiel, egal. Ich bin ja bekannt für meine super schlechten Wortwitze. Aber hey. Sind wir mal ehrlich hier. Das gerade sah gar nicht mal so scheiße aus. Mit dem Dings dahin. Mit dem Wasserfall. Yay. Boah, ich bin so gut. Aber mal richtig gut. So, jetzt müssen wir hier mit dem weiterlaufen.
Und dann? Ich weiß, ob das überhaupt geht, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Würde mich nicht wundern, wenn es nicht geht. Zum Gletscher. Na, eigentlich ist es richtig, was ich hier mache. Achso, hier sind dann diese Abschnitte. Plup. Jump'n'Run-Einlagen, Deluxe. Ja, hier komme ich aber doch so nicht weiter, oder? Nee, war klar, dass das so nicht geht, wie ich mir das vorstelle. Aber... Und hier außenrum, jawohl, das geht zum Glück. Na, dich muss ich wahrscheinlich aus dem Weg jodeln, weil du mich sonst angreifst, ne? Schnell, 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 schnell. Und... Flup. Was, du lebst noch? So, jetzt aber. Bevor du wirklich noch zum Angriff ansetzt. Also das hier sieht gerade doch halbwegs schön aus. Mit dem Wasserfall. Man muss ja auch mal die schönen Seiten des Spiels betrachten, ne? Oh, hier sind schon wieder... Felsschläge zu verzeichnen. Hier kommen wir aber nicht durch anscheinend. Gut, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch eher unerheblich für uns. Achso, wir mussten den besiegen, um hier durchzukommen. Okay. Ist das auch noch richtig? Steht hier auf dem Schild drauf, Gletscher? Zum Gletscher, ja. Da unten ist auch bloß... Okay, da ist bloß ein Edelweiß, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann können wir wieder einmal ein bisschen pfeifen, um unseren Hund wieder ertauben zu lassen. Okay. Ich muss zum Gipfel, ja, ja. Ey, wehe, die Alte fliegt jetzt hier runter. Aber nein, wir springen ganz geskillt und zielsicher und überhaupt und... sind total mutig, weil wir es mal total können. Fuck. Gut umrundet dieses. Aua! Was? Achso. Aua! Die Lache gerade war episch. Und? Und? Genau. Du? Ja? Tut weh, wenn ich dir ins Kreuz jodel, ne? War klar. Oh. So, damit hätten wir dich dann auch jetzt endlich mal kaputt gejodelt. Muss ich jetzt weiter nach oben? Ja. Wir erklimmen die Gletscherspitze nach und nach. Es ist ein mühsamer Weg, aber hey, Heidi ist ja mutig. Oh, es liegt ein wenig Schnee. Labyrinth. Ein Labyrinth ist ein Irrgarten. Deine Aufgabe ist es, möglichst schnell den Weg zum Fähnchen zu finden. Lass dich dabei von verworrenen Wegen und Sackgassen nicht ablenken. Ja. Schauen. Das ist ja nun nicht sonderlich schwer hier. Man erkennt den Weg ja sofort. 24 Punkte, way. Obwohl ich es cool finde, dass sie hier wenigstens daran gedacht haben, es ein bisschen mit Schnee bedecken zu lassen. Das sind die Kräuter, ne? Lass mich raten. Aber erstmal diese Bosse hier besiegen. Das sind nicht mal Bossfight Deluxe hier. Jetzt muss Pünktchen das Kraut nur noch fressen. Ja, absolut. Das wird bestimmt helfen. Ah, das sieht schon nicht schlecht aus. Also im Vergleich zu manch anderen Dingen. Wo müssen wir jetzt hin? Zum Dörfli. Okay. Erstmal dem Hund wieder Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und jetzt geht's ab. Dass sie hier nicht friert so, ist schon lustig. Vor allen Dingen, weil der Großvater sagte, ja, dann du wärst nicht die Erste, die da erfroren ist. Da sind schon... so viele Wanderer irgendwie erfroren, weil es so eine kalte Luft ist, bla bla bla. Ist schon ein bisschen lustig. Aua! Da ist überhaupt nichts. Und trotzdem... Aua! Der Windhauch hat mich getroffen, aua! Frischluft, wie eklig, ups. Moment, wo kam ich jetzt gerade her? Aua! Bitte was?
Ich bin gerade in der Map, ja, und du? Sollte aber richtig sein jetzt. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Mal zurücklatschen hier. Aua! Was? Du warst doch gerade beim Gipfel. Aua! Hallo, kannst du mal aufhören jetzt? Drecksvieh. Aua! Hallo! Ist es jetzt mal gut? Man sieht auch so unglaublich viel. Das ist so schön. So. Doch tatsächlich einiges an Lebensenergie eingebüßt, nur weil ich nicht richtig gucken konnte. Auch nicht schlecht. Aber ich habe dieses scheiß Kraut doch jetzt, ne? Ja. Genau. Hier aus dem Weg. Jetzt gehen wir nämlich runter. So episch wie wir sind. Hüpfen hier wieder hoch. Also ich muss wirklich sagen, diese Sachen beeindrucken mich immer wieder, wenn das da so runterfällt und einfach so verschwindet. Aua! Ja, cool. Das war auch gekonnt. Aber hey, macht nix. Kann ich einfach wieder rauf? Ja. Wo muss ich lang? Nee, da nicht. Also hier zurück, genau. Geh weg, Lawinengroll. Ist mir gar nichts zu sagen. Okay, also wir haben hier jetzt schon insgesamt ein bisschen über die Hälfte von diesem Level geschafft. Das ist ja schon mal vielversprechend, finde ich. Und Aufmerksamkeit für den Hund. Vor allem, wozu ist der eigentlich da? Der rennt die ganze Zeit neben uns her, buddelt hier und da mal was aus, obwohl es in dieser Folge, sag ich mal, jetzt noch nicht so war. Hier ist Peter, aber da sollen wir offenbar nicht hin. Da müssen wir bestimmt später nochmal lang. Ist ja so, wie ich das Spiel kenne, ist das so. Warst du schon wieder zu dicht in der Dampfwolke? Ja, tragische Sache. Eigentlich ja hier rechts runter, aber das geht ja wieder nicht. Oder? Ich versuche es mal wieder mit hier rechts runter und ich muss dann im Endeffekt dann noch einen neuen Weg gehen. Weil vielleicht ist es ja so, dass wir hier auch erst diesen Lawinengroll davor besiegen müssen. Dass das quasi so ist wie vorhin auf dem Weg zum Gletscher, wo dieser Eingang ja quasi auch versperrt war von so einer Eisschicht, wo wir dann dieses Eisviech da erst besiegen mussten. Vielleicht ist das da ähnlich. Können wir mal ausprobieren, was haben wir zu verlieren, außer Zeit. Ich meine, ihr liebt doch diese Gegend genauso wie ich. Könnt es auch kaum erwarten, hier noch mehr von zu sehen. Und dieser wunderschönen Grafik mit diesen wundervollen Texturen, die ich im Paint nicht besser hingekriegt hätte. Tja. Und das hat gereicht. Moment. Noch den zweiten Lawinengroll und dann mal gucken. Vielleicht hilft es ja. Und? Tatsache. Sehr coole Sache. Damit konnten wir uns das jetzt hier verkürzen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen stolz auf mich. Moment. Hier rechts. Ah, Moment. Also wir können jetzt hier erstmal langlatschen. Ich muss denn hier irgendwo rechts lang? Wo denn? Wo denn hier rechts? Hier hinter irgendwo. Friedhof ganz bestimmt nicht. Ah, hier. Oh nein, das Gatter ist verschlossen. Ja, und nun? Hallo? Ist da wer? Kundschaft? Miau. Miau. Ach, nur eine Katze.
Ja. Was genau soll ich jetzt hier machen? Ach so. Wir müssen jetzt hier also quasi in die obere Riege. Hier. Mal wieder einbrechen quasi. Hallo? Ha, was? Geh mal rein da jetzt. Heidi. Hallo? Ist da wer? Ah, niemand antwortet. Ach, jetzt kann ich reingehen, oder was? Natürlich. Das ist sinnvoll. Ich dachte ja, sie landet wenigstens wieder da drauf, aber... Gut. Habe ich ihr zu viel zugetraut, wie es scheint. So, jetzt muss ich erst einmal hier wieder dichter gehen. Wissen Sie, Herr Hofrat, ich werde keinen Tag länger mein Geld an diese Ziege verschwenden. Noch heute hole ich den Schlachter. Hab keine Angst, Pünktchen, dir passiert nichts. Ich bringe dich gleich zu einem Versteck, hier ganz in der Nähe. Hier ganz in der Nähe, ja, wohin denn? Zur Hochweide. Das ist jetzt bestimmt das, wo Peter war. Haben wir jetzt die Ziege wieder im Inventar bestimmt, ne? Okay, andere Richtung. Ach ja, Mensch, diese Abenteuer sind auch wirklich ein bisschen viel für mich, muss ich sagen. Nach links. Wo lang jetzt? Hier geradeaus, hier hoch. Ja. Oh, jetzt juckt mir die Nase. Oh, Mensch, nee. Das war wieder eine Info für euch, die habt ihr gebraucht, sonst hättet ihr nicht weiterleben können, oder? Das war mir klar, von Anfang an. Schon als ich diesen Gedanken auszusprechen wagte, war mir klar, hey, das ist eine Info, die war lebensnotwendig für einige. Ja, Pünktchen Sicherheit bringen? Ja, ich bin hier richtig. Wie schön. Also wieder warten, bis dieser Felsen hier durchgeschlüpft ist, zumindest so halb.